willkommen wieder einmal zu Nähen ganz einfach. Heute die 16. Ausgabe, eure Fragen, meine Antworten. Und ich möchte eigentlich mit einem Satz beginnen, den Ingrid gebracht hat in einem der Kommentare, dass sie gesagt hat, ja, als wir solche Arbeiten in der Schule gelernt haben, dann nannte man das noch Handarbeiten. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir machen ja nichts anderes. Natürlich, heutzutage kann das ja nicht mehr so einen alten Namen haben, aber wir wissen ganz genau, alles das, was wir uns selber zusammennähen und basteln, ist immer Handarbeit. Und ich denke, da sollten wir auch dabei bleiben, denn das macht uns ja Spaß und bringt Freude, vor allen Dingen, wenn wir positive und schöne Ergebnisse haben. Aber nun zu euren Fragen. Theresia hatte mich angeschrieben gehabt, nachdem sie den Rollkragen gesehen hat, das letzte Video, das ich wohl gezeigt habe, und hat geschrieben, was ist bei ihrem Schnitt falsch, dass sie immer direkt unter dem Kragen, so verstehe ich das jedenfalls, eine Falte hat. Also da bildet sich eine Falte, nun ist bei ihr natürlich auch der Kragen angeschnitten. Von daher ist das natürlich eine ganz andere Sache wie das Video, das ich euch gezeigt habe. Oder auch den Rollkragenschnitt, wie ich ihn euch erklärt habe. Aber Theresia, um zu versuchen, dir bei deinem Problem zu helfen, wenn dich das so stört, dass du diese Falte da hast, probier doch bitte mal, wenn du das vorgefertigte Teil auf deine Büste hängst, ich hoffe, du hast eine, und schaust mal, wie sich die Schulternaht schließt. Probier es, das wäre vielleicht der einfachste Weg im Moment, ohne dass ich jetzt wirklich dein Problem sehe. Denn Falte ist ja auch wiederum nicht gleich Falte und genau in welcher Höhe entsteht die. Deshalb bitte versuche mal an der Schulter was zu verändern. Und zwar nicht vom Rücken her, sondern nur vom Vorderteil. Dass du die Naht, die hier, denn wenn du den angeschnitten hast, geht ja im Grunde die Schulternaht bis in den Halsring rauf, also bis zum Hals rauf, so weit wie dein Rollkragen eben hochgeht. Und ich denke, da musst du was wegnehmen, um diese Falte wegzubekommen. Wenn es dir dann hier zu eng ist, dann musst du hier ein klein wenig aufdrehen im Kragenbereich. Das weiß ich natürlich alles nicht, ist das sowieso ein ganz eng anliegender oder ein weiter Kragen. Aber wie gesagt, probiere es, indem du von der Schulter vom Vorderteil in den Kragen hineingehen gehst, nach oben, hier oben etwas wegnimmst, nicht vom Rücken, nur vom Vorderteil. Und wenn es hier zu eng wird, musst du hier minimal mal einschneiden, um deinen Schnitt hier etwas aufzudehnen. Es sei denn, der war hier sowieso schon weit genug. Also das wäre jetzt mein Vorschlag, ohne dir irgendwas zu zeigen, beziehungsweise ohne dein Problem, diese Falte wirklich gesehen zu haben. Lass mich wissen, ob dir das weitergeholfen hat. Irene schreibt, sie hat zwar das Video von meiner Halssocke gesehen und nun wohl auch das Video von dem Rollkrageneinsatz, von diesem Blender, den ich gezeigt habe und sagt, war das nicht das Gleiche? Nein, Irene, das ist absolut was ganz, ganz anderes. Dann solltest du dir vielleicht nochmal beide Videos anschauen, denn das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und deine Frage zu dem Rollkragen, der also eines dieser letzten Videos, die ich gemacht habe, ob du da natürlich auch den Kragen im Bruch schneiden kannst. Aber natürlich, ich habe ihn nur offen gezeichnet und eine Strichelinie gemacht, wo der Bruch sein könnte. Aber ich habe es offen geschnitten und ihr könnt das im Bruch schneiden, entweder auf Länge oder auf die Breite gefaltet. Das ist ganz egal, solange ihr im Endeffekt die gleichen Maße dabei habt. Also, das spielt überhaupt keine Geige. Kannst du machen, wie du lustig bist. Nadine hat ein wesentlich größeres Projekt begonnen. Sie näht sich wohl eine Jacke mit einem Schalkragen aus einem älteren Heft von 2008. Also erstens mal weiß ich nicht genau, wie die Jacke aussieht, Nadine. Ich habe zwar versucht, im Internet genau diesen Schnitt zu finden, aber ich bin leider nicht fündig geworden. Es sei denn, du würdest mir einen Link genau zu der Seite schicken, wo ich es eventuell finden kann. Aber deine Frage lautet ja dahin, dass du irgendwelche Probleme mit dem Schalkragen hast und da mit der Verarbeitung nicht klarkommst. Das ist jetzt kein festes Versprechen, Nadine, aber ich plane eigentlich jetzt noch im Dezember für John, für meinen Kameramann,
ein Jackett zu nähen. Vielleicht kennt ihr alle Hugh Hefner, diese Jackets, die er so zu Hause trägt, so leger mit einem Gürtel rum. Sowas wollte ich ihm eigentlich machen, so für die Feiertage. Wie gesagt, ich habe auch noch keinen Stoff gefunden, es ist nur in der Planung im Moment. Aber ich möchte das wirklich vor Weihnachten noch hinbekommen und sofern du noch Zeit hast, bis dahin zu warten oder du bis dahin nicht durchgekommen bist, dann kannst du natürlich liebend gerne dieses Video anschauen, wie ich diese Schalkragenjacke oder Jackett verarbeite, weil das werde ich dann auf alle Fälle zeigen. Vielleicht ist das auch interessant für Nummer 11, für unseren Matthias, denn er hat ja neulich gesagt, für mich ist ja leider in letzter Zeit überhaupt nichts dabei. Ja, das tut mir leid. Aber vielleicht wäre das eine Idee für dich oder für Freunde, so ein Jackett zu nähen. Und ich glaube, du hattest auch, Matthias, falls du das siehst, geschrieben gehabt, dass du irgendwo mit dem Verstürzen des Futters noch Fragen hast. Okay, das wäre dann eine Wiederholung, wo ich das Verstürzen eines Futters natürlich dann auch zeigen werde. Vielleicht kann ich dann zwei Fliegen mit einer Klatsche totschlagen. Nein, nein, wir schlagen ja keine Tiere mehr tot. Das machen wir nicht mehr, die verscheuchen wir nur. Okay, also drückt mir die Daumen, dass ich Zeit dafür habe. Nun kommt die Marion dran mit ihrer Frage. Sie möchte gerne in einen Parka ein ausknöpfbares, raustrennbares, warmes Futter reinnähen. Ob das kompliziert ist und wie sie das machen kann. Das ist eigentlich ganz einfach. Vom Zuschnitt her gehst du im Grunde genauso vor, wie du dein Futter schneiden würdest. Nur die Länge musst du verändern, denn es muss um einige Zentimeter kürzer sein wie die Endlänge von deinem eigentlichen Parka. Also ich würde sagen, Endlänge mindestens 4-5 cm kürzer im Gesamtsaumbereich und das gleiche 4-5 cm kürzer für die Ärmel. Meistens werden diese Futter ja einfach dann mit einem Schrägband eingefasst. Du kannst natürlich auch im unteren Bereich einen Saum machen, aber wie gesagt, auf alle Fälle kürzer wie der Oberstoff. Aber von der Weite her wie dein Futter. Und auch von den eigentlichen Maßen schneidest du das wie dein Futter, denn du hast ja einen Beleg rundherum laufen in deiner Jacke. Und genau zwischen diesem Beleg und zwischen dein Futter, genau da rein, wirst du einen Streifen arbeiten, der eine fertige Breite von ca. 3 cm haben sollte. Denn in diesen Streifen wirst du dann entweder einen Reißverschluss, also die eine Seite vom Reißverschluss einarbeiten, um die andere Seite in dein ausnehmbares, ausreißbares, warmes Futter zu tun. Natürlich ist das jetzt nicht einfach und zum Teil auch sehr teuer, einen so langen Reißverschluss zu kaufen, der für den gesamten Umfang für das ausnehmbare Futter wäre. Das kannst du natürlich teilen, indem du das mit zwei Reißverschlüssen machst. Aber eigentlich ist es genauso gut mit Knopflöchern und mit Knöpfen zu machen. Das heißt, in den Streifen, den du genau zwischen Futter und Beleg nähen wirst, machst du vorher, bevor du es reinnähst, die ganzen Knopflöcher rein und die Knöpfe auf die richtige Position nähst du an das ausknöpfbare Futter an. Oder du kannst es auch mit Klettband machen. Das wären die drei Möglichkeiten. Ich finde, die einfachste Lösung ist eigentlich mit Knöpfen und mit Knopflöchern. Zumal das billiger kommt wie diese langen Reißverschlüsse. Das kannst du dir überlegen. Ich hoffe, du hast das mit dem Beleg und so weiter verstanden, wie ich das gemeint habe. Das Einzige noch, was du auch noch machen könntest, dass du im Futterbereich von deiner eigentlichen Jacke, von deinem Parka, im Futterbereich eine Schlaufe genau unter dem Arm einnähst und auch wieder bei deinem ausknöpfbaren Teil einen Knopf dagegen setzt. Denn sonst kann es dir passieren, dass du, wenn du mit den Ärmeln in die Jacke reingegangen bist, dass sich das alles verschiebt hier und dir dann eventuell das Futter trotzdem unten raushängt. Und das wäre nicht schön. Jetzt hoffe ich natürlich noch, dass du auch sowieso einen Beleg an deinem Teil dran hattest. Aber da gehe ich eigentlich von aus, ansonsten müsstest du dir einfach nur, wenn du kein eigentliches Futter drin hast, den Beleg selber zeichnen, sodass du an den Beleg das Futter dann dran knöpfst. Okay, ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen.
Last but not least, für heute sind wir schon wieder am Ende. Das ging ruckzuck. Ist die Inge dran? Denn ihr gefällt mein Tannenbäumchen so gut, das ich gezeigt habe. Und ich hatte euch ja eigentlich nur die Maße für den kleinen Tannenbaum gegeben, bei dem ich gesagt habe, oder ich weiß es nicht mehr genau, also hier habe ich mir drauf geschrieben, dass meine Gesamthöhe oder Länge vom Zuschnitt 18 cm war und 8 cm in der Breite war, dann mit Zugaben und so weiter kommt das natürlich wesentlich mehr. Und du, Inge, wolltest wissen, wie groß der größere von meinen Tannenbäumen war. Wenn ihr das so auf Hälfte erst zeichnet, habe ich hier eine Gesamtlänge gezeichnet für die Mitte von 22 cm. Dann zeichnet ihr euch 2 cm hoch, wenn ihr diese Größe machen wollt. Zeichnet einmal quer, zeichnet eine waagerechte auf 12 cm. Dann macht ihr natürlich diese Verbindung von diesen 22 hier runter. Also mit anderen Worten, das wäre 20 und hier unten sind 22 cm. Und dann zeichnet ihr die Spitzen ein, die Menge, genau in dem Abstand, wie ihr es gerne haben möchtet. Und das ist schon alles. Also die Größe könnt ihr ja selber feststellen. Ihr könnt jedes Maß nehmen, ob ihr jetzt 16, 18, 20, 22, 24, ob ihr einen großen von 30 machen wollt. Nur dann würde ich halt eine Spitze mehr dazu machen, denn so wie die Bäume im Wald wachsen, kriegen die ja dann auch mit Höhe nochmal einen extra Zweig, einen extra Ast da hinein. Also einfach ausprobieren, ein bisschen rumzeichnen und die Größe, die ihr wünscht, dann für euch auch selber nähen und herstellen. Ja, meine Lieben, das ist es schon wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch wie immer eine super Zeit. Arbeitet nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ihr wisst, wer rastet, der rostet. Und wer von uns Handarbeiterinnen möchte das schon gerne? Ich auf keinen Fall. Also, machen wir weiter. Bis bald. Eure Lilo.